Zur CSU spricht jetzt die Kollegin Andrea Lindholz. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was uns alle sicher eint, ist, dass wir gemeinsam an einer europäischen Lösung arbeiten und auch alle seit Monaten eine gemeinsame europäische Lösung einfordern. Wir haben in den vergangenen Monaten in unserem Land nicht nur eine große Hilfsbereitschaft erlebt, sondern wir haben auch eigene Grenzen in unserem Land erkannt, in unseren Kommunen erkannt und gesehen, dass es eben nicht möglich ist, jedes Jahr über 1 Million Menschen nach Deutschland, in Deutschland aufzunehmen und zu integrieren. Und das, was die Menschen in unserem Land aktuell sehr beschäftigt, sind Fragen der Integration, wie das gelingen kann. Und hierauf müssen wir Antworten finden. Ihr Antrag erweckte für mich den Eindruck, Europa sei hilflos, die Fluchtursachen zu gewaltig, die Flüchtlinge zu viele, Grenzen solle man und könne man nicht schützen, zentrale Aspekte der Flüchtlingskrise, wie die Frage, wer hat bei uns eine Bleibeperspektive, warum kommen eigentlich die Menschen zu uns, welche verschiedenen Fluchtursachen gibt es, die Frage von Rückführung und Einreisebedingungen spielen keine Rolle. Stattdessen wollen Sie das, was wir in den vergangenen Monaten erreicht haben, abschaffen. Das Abkommen mit der Türkei soll gekündigt werden, die Balkanroute wieder geöffnet werden und das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten aufgelöst werden. Aus meiner Sicht schaffen Sie mit Ihrem Antrag vor allen Dingen neue falsche Hoffnungen. Denn kein Land dieser Welt, auch Deutschland nicht, aber auch nicht ganz Europa, können alle Flüchtlinge dieser Welt aufnehmen. Und Ihr Antrag würde uns in das letzte Jahr zurückwerfen, als die Asylsysteme in Schweden, in Österreich und auch bei uns durch die unkontrollierte Migration schlicht und ergreifend fast kollabiert sind. Eine europäische Lösung hat also auch zur Folge, dass ich Grenzen kontrolliere, dass ich Grenzen sichere und dass ich Kontingente bilde und damit auch nicht alle Menschen aufnehmen kann und aufnehmen werde. Und den Hauptansatz sollten wir auf die Hilfe vor Ort und auf die Anrainerstaaten legen und nicht den Eindruck erwecken, man könne durch in Anführungszeichen sichere Fluchtwege allen Flüchtlingen dieser Welt die Möglichkeit geben, zu uns zu kommen. Das halte ich für falsch. Frau Kollegin Lindholz, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dr. Brandner? Ja. Frau Kollegin Lindau, ich frage mich, ob Sie den Antrag gelesen haben, wenn Sie gerade sagen, hier alle offenen Grenzen. Ich würde Sie mal präzise fragen, was Sie von unserem Vorschlag einer europäischen Grenzkontrollagentur halten, wo wir genau präzise aufzeigen, wie wir nämlich eine Grenzkontrolle auch gestalten wollen, europäisch. Keiner von uns sagt alle Grenzen auf, sondern wir sagen polizeilich, rechtlich, mit guten humanitären Maßstäben. Vielleicht können Sie sich dazu äußern, anstatt irgendwie populistisch hier was zu erzählen, was in unserem Antrag nicht drinsteht. Ja. Sehr geehrte Frau Kollegin, die Europäische Gemeinschaft arbeitet gerade an diesem System, und die Einrichtung von Hotspots, die ja von Ihnen auch gerade wieder kritisiert worden ist, ist genau so ein System, um Kontrolle an den Außengrenzen herbeizuführen. Und das vermisse ich in Ihrem Antrag ganz klar. Selbstverständlich habe ich Ihren Antrag gelesen. Unabhängig davon, ob man ihn lesen muss oder nicht lesen muss, habe ich ihn natürlich gelesen, Frau Kollegin. Und das, was Sie fordern, dass wir wieder abschaffen sollen, wie zum Beispiel auch, dass wir die Balkanroute wieder öffnen, führt auch dazu, dass wir aktuell, solange der Außengrenzenschutz nicht hundertprozentig funktioniert, wieder eine unkontrollierte Durchreise bis nach Deutschland hätten. Und das, liebe Frau Kollegin, bin ich nach wie vor der Auffassung, können wir kein zweites Mal mehr leisten. Und ich glaube, mit dieser Auffassung stehe ich nicht alleine da. Frau Kollegin Lindholz, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage der Kollegin Amtsberg? Bitte schön. Das ist sehr freundlich, Frau Kollegin, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben ausgeführt die Überforderung Europas und die sozusagen fehlende Perspektive, dass wir ähnlich viele Menschen in
diesem Jahr oder auch in den kommenden Jahren aufnehmen können. Grund für das Versagen des europäischen Systems ist ja das Dublin-System, das an den Außengrenzen Staaten sozusagen in der Verantwortung alleine lässt. Eine Insel wie Lesbos zum Beispiel, die über 1 Million Flüchtlinge durchleiten muss, ganze Asylsysteme, die überfrachtet sind und alles sozusagen zurückzuführen auf dieses Dublin-System. Nun hält die Bundesregierung und die regierungstragenden Fraktionen weiter an diesem System fest. Was sagen Sie denn konkret zu dem Vorschlag, den wir in unserem Antrag gemacht haben, dass wir sozusagen für eine Verteilung, also in Europa, sorgen, indem wir Erstaufnahmeeinrichtungen an den europäischen Außengrenzen aufbauen, um dort Menschen aufzunehmen und gerecht in der Europäischen Union zu verteilen, damit eben nicht mehr einfach sozusagen in Europa Menschen auf sich selbst gestellt unterwegs sind und irgendwo zwischenstranden und landen und in humanitären schwierigen Situationen länger ausharren, wie beispielsweise jetzt in Idomeni oder auch an anderen Stationen der Westbalkanroute. Das würde mich interessieren. Darüber hinaus sollten wir doch auch die Frage beantworten, weil wir uns ja hier alle als Europäer verstehen, als Europäer und Europäerinnen, die eine Stärkung der europäischen Institutionen wäre doch durchaus möglich, wenn wir es schaffen, mehr Verantwortung in europäische Hände zu geben und zum Beispiel Organisationen wie EASO oder auch die Grundrechteagentur, die ja sogar für diese Zwecke angedacht waren, endlich in die Verantwortung zu nehmen und damit mit dieser Situation sozusagen Europa stark zu machen und nicht zu schwächen, sondern in die Verantwortung zu nehmen, als aktiver Teil und Akteur an dieser Stelle in die Pflicht zu nehmen. Was widerspricht oder wie stehen Sie zu diesen Vorschlägen? Also ich habe fast den Eindruck, Frau Kollegin, dass die letzten Monate irgendwie an Ihnen vorbeigegangen sind. Wenn einer die gerechte Verteilung innerhalb Europas befürwortet hat, dann war es insbesondere die Bundeskanzlerin und auch die Bundesregierung. Und ich gehe davon aus, dass Ihnen auch die Verhandlungen in Europa bekannt sind. Nur wir sind nicht alleine in Europa. Und dass die Kommission genau zwei Optionen vorgeschlagen hat, um das Dublin-System zu reformieren. Und zwar entweder einen festen Verteilungsschlüssel einzuführen oder so eine Art Notstandsschlüssel zu machen, Notfallmechanismus einzusetzen, wenn Länder wie zum Beispiel Griechenland oder Italien überfordert sind. Aber alles entscheidend für eine solche Lösung ist die Einigung innerhalb Europas. Und an dieser Einigung arbeitet die Kommission aktuell. Wir haben das dieser Tage auch gestern auch im Europaausschuss gehört. Und natürlich brauchen wir eine gerechte Verteilung innerhalb Europas. Solange sich Europa aber noch nicht auf eine Änderung des bestehenden Dublin-Systems geeinigt hat, halten wir am Dublin-System fest, unter der Voraussetzung und der Mitarbeit daran, dass das Dublin-System geändert wird. Aber ich bin nicht dafür, dass wir einseitig das Dublin-System aussetzen. Und ich glaube, wir haben bei der Aufnahme von über 1,1 Million Menschen auch sehr wohl gezeigt, dass wir der Verantwortung trotz Dublin-System wahrnehmen. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass es hier in Europa eine andere und eine gerechte Verteilung gibt. Vielleicht müssen wir aber auch mal zur Kenntnis nehmen, dass andere europäische Länder auch andere Vorstellungen einer Flüchtlingspolitik haben. Und da ist es auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man hier ein einheitliches Denken und Einigungen erzielt. Und da genügt es nicht, wenn wir uns hier parteiübergreifend im Deutschen Bundestag hinstellen und glauben, dass wir anderen Ländern vorschreiben können, wie Flüchtlingspolitik zu funktionieren hat, sondern wir müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass das geltende Asylrecht in der Europäischen Union konsequent umgesetzt wird, dass es reformiert wird und dass alle in Europa an einem Strang ziehen. Und da müssen Verfahren, Fristen und Regeln so ausgestaltet werden, dass sie auch von allen eingehalten werden. Und dazu gehört im Übrigen auch eine lückenlose Registrierung und damit auch Grenzkontrollen an den europäischen Grenzen, aber auch in Deutschland, denn wir müssen wissen, wer nach Europa reinkommt und auch wer nach Deutschland reinkommt. Und darauf müssen wir einfach Wert legen. Wir können das nicht so handhaben, wie das in den letzten Monaten teilweise der Fall war. Und die Menschen im Land erwarten das im Übrigen auch von uns. Es geht auch darum, was die Menschen in Deutschland von uns und unserer Asylpolitik verlangen. Und
was sie dort auch erwarten. Und es kann auch nicht sein, dass Flüchtlinge selber bestimmen, wo sie hingehen, in welches Land sie gehen, sondern Europa ist dafür zuständig, auch für eine Verteilung zu sorgen, ist dafür zuständig zu sagen, wer kommt mit welchem Kontingent in welches Land. Und wenn ich in dieser Woche im Europaausschuss den portugiesischen Außenminister gehört habe, auf die explizite Frage, die Portugiesen könnten noch mehr Flüchtlinge aufnehmen, aber noch kommen die Flüchtlinge nicht nach Europa, wie er sich das denn vorstellt, wie er jetzt die Flüchtlinge zu sich holt. Und er hat in erster Linie gesagt, er hätte gerne Flüchtlinge, die in der Wirtschaft arbeiten. Er hätte gerne Flüchtlinge, die Studenten sind, und er hätte gerne Flüchtlinge, die sich in Ausbildung befinden und dann in Portugal die Ausbildung fertig machen können. Ja, wenn so europäische Flüchtlingspolitik ausschaut, dann muss ich sagen, was landet denn dann am Ende in Deutschland, wenn alle anderen meinen, sie können sich nur die Rosinen rauspicken. Und daran müssen wir arbeiten. Es ist im Übrigen die Bundesregierung, die schon im Jahr 2014 mit Kontingenten syrische Flüchtlinge nach Deutschland geholt hat und die mit gutem Beispiel vorangegangen ist. Und es sind die anderen europäischen Länder, die diesem Beispiel nicht gefolgt haben oder nicht gefolgt sind. Und wir sind in Deutschland in einer Situation angekommen, in der wir kein Wunschkonzert haben, sondern in der wir uns mit der Realpolitik befassen müssen. Und die Realpolitik heißt, wir können dieses Jahr nicht wieder 1,1 Million Menschen aufnehmen. Wir müssen klar unterscheiden, wer eine Bleibeperspektive hat und wer keine Bleibeperspektive hat. Und in die Länder, von denen wir sagen, dass die Menschen, die von dort kommen, keine Bleibeperspektive haben, müssen wir genauso deutliche Signale setzen wie in die andere Richtung. Zum Beispiel bei den syrischen Flüchtlingen, wo wir natürlich sehr wohl sagen, dass hier weiterhin eine Aufnahme erfolgt. Und wir brauchen auch die Vereinbarung mit der Türkei, auch wenn sie jedem von uns nicht zu 100% angenehm ist. Wir können die Türkei, die über 2 Millionen Menschen aufgenommen hat, auch nicht alleine lassen, die anderen Anrainerstaaten im Übrigen ebenso wenig. Und wir können auch nicht sagen, wir reden mit einzelnen Ländern, mit keinen Verantwortlichen, weil wir ansonsten in dieser Welt keine vernünftige Flüchtlingspolitik hinbekommen, wenn wir einzelne Gesprächspartner ablehnen. Dankeschön.